Hallo und willkommen zu Wings, den Remake von den Klassiker von der Amiga-Zeiten. Jetzt mein zweiter Klassiker, den ich spielen werde. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe das Spiel schon länger liegen und auch schon mal angespielt gehabt, aber noch nicht so richtig. Das wollte ich mir für ein Video aufbewahren, so wie ich das jetzt zum Beispiel starte. Und ja, wir legen los. Let's go. So, erst einmal müssen wir uns einen Piloten hinzufügen. Wir nehmen uns mal den Tux. Tux, der Erste. Wenn man hier stirbt bei dem Spiel, ist das Problem, du machst deinen Charakter fertig, du baust den auf, du spielst damit und wenn du stirbst, musst du einen neuen Charakter machen. Das ist einfach so beim Spiel. Trainer gibt es nicht, also fahren wir dann wieder bei 0 an. Fange jetzt mal an, ich nehme einfach mal Tux. So. Abschlüsse habe ich alles noch nicht. Namen eingeben. Okay. Jetzt kann ich Punkte verteilen, meinen Skill zu weisen. Also auf jeden Fall wäre Fliegen wichtig. Ich wäre Schießen wäre wichtig. Jetzt muss ich überlegen, Mechanik. Was bringt mir Mechanik? Dieser Wert beeinflusst, wie gut sie dein Flugzeug in der Luft hält. Ah, okay, das ist auch wichtig. Okay. Nochmal 5 drauf und die Ausdauer. Abschüsse überleben kannst. Also wie lange man überleben kann, wenn man angeschossen wird. Dann wäre natürlich auch nochmal. Sollte ich vielleicht mal ungefähr gleiche Höhe machen hier. Ich denke mal, das kann man später noch aufleveln. Hoffe ich doch mal. So. Ich weiß nicht, ob das so im Amiga-Teil damals auch war. Jetzt müssen wir die Ausbildung machen. So. Wählen uns den aus, den wir nehmen wollen. Das ist jetzt Tux. Bevor ich gegen Fritz fliegen konnte, musste ich einen meiner eigenen ausstechen. Derjenige, der den Ballon erwischt, verdient sich einen Platz im Kampf. Auf geht's. Bewege dich hinauf und hinunter mit WSAD. Das ist gutes Kämpfen von den Ego-Shootern. Nach links und rechts. Okay. Jetzt habe ich mal Flieger und der Maus. Kann ich auch hin und her wackeln. Schießen natürlich mit Space. Genau. Aber auch mit der linken Maustaste. Das geht genauso. Also ich kann Tastatur nehmen oder alles andere. So. Erwischt. Auftrag erledigt. Das ist jetzt einer meiner Sachen, die man machen muss. Geboren zu fliegen, ein weiterer Schritt, mir meine Flüge zu verdienen. Das Ganze ist sehr viel mit Story auch hier. Der Tiefflug war sowohl ein Test für die Nerven als auch eine Zielübung. Man besteht den Test, indem man alle Fässerstapel vernichtet, ohne wie wild um sich zu schießen. Ja, das kenne ich auch noch. Das ist jetzt für Konsole aufgebaut, das habe ich jetzt natürlich nicht. Ganz normale Bewegung wie eben auch. Kann hin und her bewegen, kann auch mit Pfeil machen, bei Tastatur. Ist ein bisschen einfacher. Und da muss man diese Fässer zerstören. Und weil man öfters treffen muss, muss man immer ziemlich weit hinten bleiben. Später hat man hier auch noch andere Truppen. Geboren zu fliegen, ein weiterer Schritt für meine Flüge zu verdienen. Ja, das haben wir eben schon gehabt. So. Alles, was zwischen mir und Front stand, war eine Demonstration meiner Bombardierungskünste. Sonst fehlt mir nur noch ein paar Übungseinheiten im Abschießen der Deutschen. Okay, weiter. Ich muss hier die beiden Ziele zerstören. Wird mir auch erklärt. Ich muss bewegen mit dem Joystick hier. Das ist also Pfeiltasten und mit der Maus kann ich das auch machen. Und mit links ist Schießen und rechts ist Bombe abwerfen. Nutze den Schatten deines Flugzeuges, um Ziel auf dem Boden zu bombardieren. Okay, ich sehe den Schatten unten, gehe rüber, Rechtsklick, fliegt die Bombe runter. Ich habe nur begrenzt, deswegen darf man nicht so viele verbrauchen. Ziel erfüllt. Und dann können wir immer hin und her fliegen. Nach vorne, nach hinten mit der Maus und Tastatur und alles durcheinander. Kein Problem. So. Damit habe ich das geschafft. Ich muss dem Geschwader beitreten. Nehme ich meine Truppe. Willkommen zur 56. Leutnant. Ich bin Oberst Farrer und entscheide, wann du in die Lüfte steigst. Da du deinen Transfer so schön eingeschäftet hast, darfst du das Geschwaderjournal behalten. Okay. Also du hast eine Liste, das sind die ganzen Leute und das sind die Missionen und die Abschüsse. Also 8 Missionen, 7 Abschüsse. Ich habe natürlich 0 von 0. Und man steigt dann Stück für Stück auf und steigt auf in den Rang auf. Wäre endlich im Luxville angekommen. Hätte mir keine bessere Unterkunft wünschen können.
Anscheinend war dieser Ort ein Heilbad für König Louis den 15. Entschuldigung. Überall blühen Obstbäume auf grasbedeckten Hängen, die mit blauen und gelben Blumen übersät sind. In der Ferne kann ich die schneebedeckten Vogesen sehen, deren Flanken von mächtigen Kiefern geziert wird. Es ist 5 Uhr morgens und ich habe eine Höllenangst. In weniger als einer Stunde werde ich meine ersten Patrouille an der Front fliegen. Allein der Gedanke daran hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Jetzt wünschte ich, ich hätte zumindest kurz schlafen können. So, Missionen. Vernichte alle feindlichen Flieger. Tux und Harrod Carlin sind dabei. Okay, die Fluggruppe. Also ich habe Kollegen dabei. So, mein Partner und ich starteten in einen geisterhaften Sonnenaufgang. Ich hatte so ein faules Gefühl in der Magengrube, dass wir die Hunde bald finden würden. Nach einer quälenden Stille fanden wir ein paar würdige Gegner unter uns. Sie waren zum Greifen nah. So, was ich gelernt habe, immer ein bisschen ausweichen, niemals direkt darauf zufliegen, weil sonst ballern sie dich gleich ab. Und dann könnte gleich beim ersten Einsatz Ende sein. Also. Der Flieger guckt in die Richtung, wo die Gegner sind. Immer auf den Kopf achten. Oder der Linksfunk, da ist einer vor mir. Da. Der Kopf. Und hinterher. Wenn man getroffen wird, wird das Flugzeug auch ein bisschen schlechter in der Steuerung, was sowieso schon schwer ist. Also wir müssen Tastatur, Maus, alles bewegen. Ihr braucht alles. Das war knapp. Ja, er zeigt euch immer, wo die Gegner sind, indem er da hinguckt. Hoch, 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 hoch. Wenn man da auch die 200 unten kommt, dann stürzt man nämlich irgendwann ab. Und die Steuerung ist nicht einfach. Also es ist wirklich nachempfunden, das Flugzeug ist nicht so stabil wie die von heute. Das ist der Erste Weltkrieg. Da sind die noch ein bisschen flabberiger. Jeden Luftzug, alles merkt ihr. Und die Steuerung ist dementsprechend auch nicht die einfachste. Wo ist er jetzt? Fliegt er unter mir durch oder was? Die Tastatur macht ihr hoch und runter und mit der Maus könnt ihr zur Seite steuern. Was einer abgestürzt. Ist das meiner oder ist das der Gegner? Wo ist der Kollege? Ich sehe ihn nicht mal. Schon wieder an mir vorbei. Ey, du Frechdachs. Am besten nicht so schnell steuern, weil die bewegen sich. Ja, da ist er. Rum, 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 rum. Die Steuerung ist so schlecht, so schwer. Ist ja schon wieder an mir vorbei, ne? Vorführeffekt hier. Wo ist er? Sag mal. Da ist er. Endlich habe ich es geschafft. Tschüss. Jetzt habe ich auch keinen Gegner mehr, aber es liegt daran, dass der Kopf sich nicht mehr hin und her bewegt. Weil die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, ist verdammt schwer. Ein Moment Ruhm am düsteren Himmel. Trotzdem wussten wir, dass die Deutschen zurückkommen und Rache nehmen würden. So, Missionsbericht, Erfolg. Verdun, Einsatz. Geschwader 56, Colonel Charles Farrell. Tux einen Abschuss und der Harrod Carlin hat auch einen Abschuss. Okay. Opfer. Leo Godfrey ist getötet worden. Okay. So. Ich bin immer noch da unten, logischerweise, weil mit einem Abschuss in einer Mission steigt man definitiv nach oben. Bin diesen Morgen kurz vor Sonnenaufgang aufgewacht und habe eine lauwarme Tasse Psychorie, der als Kaffee getarnt war, heruntergestürzt. Ich fliege bei dem vormittäglichen Patrouille zu Verdun mit. Darum muss ich später frühstücken. Will nicht mit einem vollen Magen die Luft. Eines der ersten Dinge, das wir in der Flugstunde gelernt haben, ist, dass sich Gas in großer Höhe ausdehnt. Will nicht, dass der Krieg schmutzig wird, als er sein muss.
So, Missionsziele. Vernichte alle feindlichen Flieger. Da steht immer oben drauf, was man machen soll. Heißt, wir heben wieder in die Luft ab. Die Wolken öffneten sich und wir starrten direkt in die Waffen des Feindes. Einer von ihnen, zwei von uns. Es hätte nicht besser laufen können. Na, wo bist du? Unter mir? Oder über mir? Da, ich sehe ihn. Ich will den Abschuss haben. Mein Abschuss. Meine Geschütze bleiben stecken. So bin ich leichte Beute. Oh oh. Das kann auch passieren, ja? Wo ist er hin? Ich hätte jetzt haben können schon. Da ist er. Man sieht auch nicht wirklich viel, ne? Geschafft. Sehr schön. Und das Gute ist, ich habe den Abschuss. Ich habe ihn. Yes. Wir haben uns mit einer letzten dröhnenden Explosion verabschiedet. So, Erfolg. Wieder geschafft. Diesmal ist keiner von uns. Doch, wieder eine getötet worden. Ich bin aufgestiegen. Jetzt bin ich hier schon zweimal oben gestiegen. Immer noch Unterleutnant. Verflucht sei die Fokkerplage. Diese Hunde wissen wirklich genau, wie sie mit ihren synchronisierten Maschinengewehren umgehen müssen. Ich bin froh, dass wir unsere Wickers haben, aber wenn wir nicht anfangen, genauer zu treffen, wird von unseren Abzugszwingarbeit nicht mehr als Hackfleisch übrig bleiben. Wenn wir gerade bei Hackfleisch sind, heute sollte ein guter Tag werden, um ein paar Eindecker vom Himmel zu holen. Unser ehrwürdiger BO, Oberst Ferrer, schickt mich zusammen mit zwei anderen Personen auf Patrouille. Okay. Ballons haben wir also auch. Ob sie zu viele sind, weiß ich nicht, wenn ich das sehe. Die sehen ein bisschen aus wie Gummitiere. Mit eingenommenen Angriffspositionen übernahm ich die Führung unserer Formation. Die Jungs verließen sich auf mich, als ich mich beruhigte, um nach links abzudrehen. Na du, okay. Ich fliege mal jetzt mal ein bisschen nach unten oder zur Seite. Habe ich ja schon erklärt, warum. Da. Komm, dich hole ich mir. Da. Ah, was ist der nächste? Verdammt. Ich dachte, das wäre der, den ich verfolgt habe. Ist meiner? Ist auch meiner. Wo sind die Jungs? Da. Ui. Oh oh. Das klang nach Streifschuss. Nummer 1. Ja, ja, ist ja gut. Der fliegt lieber an mir vorbei. Ich brenne. Ich brenne. Na komm, du kriegst mich nicht. Nicht so schnell. Komm, 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 komm. Rum, hoch, 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 hoch. Den ich erwischen. Flugzeug, ich bin so kaputt, ey. Yes! Ich hab's euch geschafft, den abzuschießen, nicht der Kollege, das ist schon mal gut. Meine Punkte. Da, komm, dich hole ich auch noch. Du hast mich angeschossen, du Sau.
Oh, der andere hat die Punkte, verdammt. Schade. Aber ich lebe noch. Mal sehen, wie lange. Eieieiei. Wieder ein Triumph. Jetzt kann die 56. bis zum nächsten Kampf mit den Hunden ihren Sieg feiern. Geschwader. 56 ist klar. Ich hab doch alle drei getroffen. Geil. Meine Abschüsse. Ist kein Opfer da. Guter Flugleutnant. Die meisten Piloten überleben ihren ersten Ausflüge nicht. Mit 5 Abschüssen auf ihrem Konto sind sie nun offiziell ein Ass. Das darf ihnen nicht zu Kopf steigen. Okay, ich bin aber immer noch hier unten. Und dann machen wir die nächste Mission. Mal sehen, was jetzt kommt. Oberst Ferrer ist nicht gerade glücklich mit uns. Er sagt immer, ein unfairer Kampf ist es nicht wert, gekämpft zu werden. Wenn man ihn fragt, besteht unsere Aufgabe darin, den Feind vom Himmel zu schießen, aber nur, wenn wir es wie Gentlemen machen. Heute soll ich meinen ersten Tieffliegerangriff durchführen. Die Kämpfe bei Verdun stecken in einer Sackgasse und wir müssen die Linien öffnen. Mit etwas Glück können wir Fritz überraschen und ihn zurückdrängen. Okay, also Tiefflug-Infanterie. Okay, ich muss also Lastwagen und Zelte zerstören. Okay. Wie soll ich das alles schaffen? Hunden auf der Parade. Als wir uns der Front näherten, zählten wir hunderte feindliche Soldaten, die steil anstiegen, um einen Boden zu gewinnen. Wir vermuteten richtig, sie hatten uns nicht erwartet. Lass mich von hinten bleiben. Wichtig ist die Fahrzeuge. Wenn wir die nicht kriegen, ist immer doof. Ich könnte auch ein paar Soldaten hier holen. Aber wichtig ist, weil ich zu weit hinten bin, kriege ich den nicht. Jetzt kriege ich den nicht mehr. Rotes Kreuz dürfen wir nicht abschießen. Kriegen wir ja wie Strafe, wenn wir das machen. Ich ziehe bestimmt nochmal das eine oder andere Mal. Einfach des Gefechts. Yes, nur die Zelte. Wenn man zu spät anfängt mit Angreifen, dann kommt man mit dem Flugzeug zu weit nach hinten und kann sein, dass man die nicht mehr trifft. Also muss schon einigermaßen weit vorne bleiben. So viele Landungen und ich könnte trotzdem kein Scheunentor mit einer Handvoll Getreide treffen, selbst wenn ich vor ihnen stehen würde. Ladungen, Entschuldigung. Misserfolg, warum? Warum Misserfolg? Ich habe doch alles geschafft. 110 Trefferrate von 316. Okay, Status. Okay, Infanterie 23 zerstört. Abschuss von 55. Lastwagen 5. Ich habe einfach. Ja, ich habe einfach vermasselt. Okay. Man kann nicht immer das Beste haben. Es ist extrem kalt heute Morgen und die Zahnlumpenwolldecke, die ich mir um die Schulter gehängt habe, hält mich auch nicht warm. Schlaf ist hier so selten wie Feuerholz und trotzdem können wir auch. Ja, hier steht jetzt nichts mehr. Ist jetzt die Frage. Ah, nächste Seite. Den Sonnenaufgang an nichts, so ein Weibchen Sonne, bla bla bla. Das ist ein Bug im Spiel, sehe ich gerade. Aber ich kann da gar nicht alles lesen. Es geht auf jeden Fall darum, dass einer von den Leuten einen Stehmann gebaut hat mit Schal und so drum und ja. Vernichte alle feindlichen Flieger. Mal schauen, wie ich mich einstelle. Oh ja, auch sogar das sieht anders aus mit Schnee. Finde ich cool. Es war plötzlich schwierig, sich umzusehen. Unter uns waren 3 Fockers, die kämpfen wollten. Wir würden dafür sorgen, dass sie einen bekommen. Rum. Du bist meiner. Tschüss. Nummer 1.
helfen wir ein bisschen. Ja, meine Kollegen sind in Bedrängnis, ich muss denen helfen. Ja. Bin ein Ass, komm. Geschafft. Ich glaube, man kann auch die eine abschießen, sollte man natürlich nicht machen, aber muss man aufpassen. Mission erfüllt. Junge, willst du Eieieiei. Obwohl die Chancen sehr schlecht standen, habe ich den Sieg davongetragen und die Deutschen in Trümmern zurückgelassen. Erfolg. Okay. Ich habe 2 abgeschossen. Okay. Bin ich da? 5 Missionen, 7 Abschüsse, ist doch schon gut. Ich versuche mal höher zu bleiben. Ich freue mich gar nicht auf die heutige Morgenpatrouille. Wir fliegen in den Südosten von Verdun zum deutschen Flugplatz bei Metz. Fahrer will die Deutschen wissen lassen, dass sie unsere Linie nicht nach Belieben überqueren können. Unterdessen stellt er klar, dass wir ihre Linien jederzeit überqueren können. Ferrer gefällt nichts besser als eine freundliche Doppelmoral. Meine Mission wird jetzt schwieriger. Vernichte alle feindlichen Flieger. Die Frage ist, wie viele sind das? Er sagt nicht einem, wie viele. Auf jeden Fall kein Schnee mehr. Hoch über Metz begegneten mein Partner und ich einen einsamen Eindecker. Wir hätten ihn gehen lassen, aber er war gewillt zu kämpfen. Oh, ich bin tot. Eieiei. So schnell geht das. So schnell geht das. Oh, der andere müsste auch tot sein. Oh nein. Da liege ich. Dame Tux. Warum musste ich auch in den reinfliegen? Sag mir das mal. Warum mache ich das? Na gut, das muss ja nicht immer alles glatt gehen. Also ich weiß jetzt schon, dass ich das Spiel, wenn ich das länger spiele, auch immer mal wieder sterben werde. Das ist normal in dem Spiel, weil das ist nicht so einfach und es wird nachher auch schwerer, noch mit mehr Gegnern und so. Mission Misserfolg. Aber ich habe den heute noch getroffen. Okay. Getötet. Ich bin gestorben. Das könnte ich mir irgendjemand aussuchen. Ich kann mir einen neuen Charakter machen. Aber ist vielleicht der beste Zeitpunkt, jetzt mit dem ersten Video heute aufzuhören. Ich spiele auf jeden Fall nochmal weiter, weil ich da Bock drauf habe. Eines meiner Lieblingsspiele damals von der Amiga-Zeit. Und ja, ich hoffe, ihr feiert das auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bedankt. Ciao, ciao.